Herzlich willkommen zurück zu Formel 1. Das haben wir schon etwas länger nicht gehört und zwar aus gutem Grund. Wir sind heute mit Ayrton Senna in seinem 80er Jahre Formel 1 Wagen, wollte ich sagen, aber in seinem 88er McLaren MP4-4. Das klingt etwas spezifischer. Es ist etwas spezifischer. Das ist die Formel 1 1988 Mod, aber nein, das wird keine gesamte Saison, sondern das ist ein Rennen in Imola. Ja, für Ayrton Senna quasi. Ich habe mir gedacht, in diesen Mod sollten wir auch nochmal reinschauen. Es hat der 1997er Mod gewonnen. Der wurde am häufigsten von euch gewotet für eine kommende Saison. Und deswegen habe ich mir gedacht, diese Mod möchtest du trotzdem nicht unerwähnt lassen. Wir fahren hier einfach ein Rennen jetzt. Über 25% hinweg, wir haben ein entsprechend etwas längeres Qualifying. Und eine Sache kann ich euch sagen, die KI ist schon nicht so langsam. Vor allem im Qualifying können die super mit einem mithalten. Ayrton Senna ist ja 1994 leider auf dieser Strecke verstorben, aber allgemein ist Imola, mal abgesehen davon, das möchte ich jetzt nicht groß thematisieren, Imola ist eine der absolut krassesten Strecken. Die ist für mich super. Die hat so viele tolle Stellen und die wurde auch umgebaut nach dem Crash und meiner Meinung nach hat die sich auch nicht unbedingt zum Schlechten hin verändert. Die ist vom Layout her, finde ich, super immer noch und das ist quasi die Version, die glaube ich bis 2006 gefahren wurde, kann das sein? Irgendwann in den späten 2000er Jahren auf jeden Fall, also nach 2005 müsste es gewesen sein, wurde die Strecke dann nicht mehr befahren. Das war so die Zeit, wo die europäischen Grand Prix langsam aber sicher eingestampft wurden, sage ich mal. Aber das ist wirklich eine tolle, tolle Strecke, auf der wir jetzt fahren. Es geht in der kommenden Saison mit dem 1997er Jahrgang los und ich werde, ehe die volle Saison beginnt, ganz kurz der Sound. Und ich schalte hier durch die Kameraperspektiven. Falls ich das Intro zu dieser Mod, das ich sehr, sehr cool finde und deswegen werde ich auch versuchen, das zum Video hochzuladen, falls ich das mit hochladen kann und dass es da gar keine Copyright-Probleme gibt, dann werdet ihr es auch da gesehen haben. Okay, der Sound nochmal von hier. Aber ansonsten muss ich sagen, ich finde die Kameraperspektive sehr cool. Es ist schwer natürlich aus der einen zu fahren. Aber früher wurden die Formel 1 Rennen quasi aus der Onboard-Perspektive so gezeigt. Und ich fahre hier mit der Cockpit-Perspektive. Hier komme ich mit am besten mit zurecht. Ja, und die kommende Saison, die werden wir dann im Laufe der nächsten Woche beginnen. Ich werde zuvor noch ein 97er-Video hochladen, Einzelrennen, wo ihr mal so ein bisschen sehen könnt, wie die Pace ist, denn der 97er Mod ist zum einen knackeschwer und zum anderen ist er schwer zu fahren, denn F1 2014 hat ein etwas ungewohntes Fahrverhalten, wenn man, ja, wie kann man es perfekt umschreiben, zumindest mit dem Gamepad ist es so. Stell dir vor, du lenkst und das Auto reagiert eine halbe Sekunde später. So in etwa kann man perfekt beschreiben, wie F1 2014 ouch, auf die Lenkeingaben reagiert und das ist ein Riesenproblem. So, lasst euch nicht von der links oben, von der Zeit links oben beeindrucken. Die KI wird noch wesentlich schneller hier. Und da werde ich euch auf jeden Fall mal zeigen, wie das so ist. Da habe ich halt lange dran gearbeitet, ein Controller-Setup zu finden, was aber nicht nötig sein wird. Und da kommen wir zu dem, was ich in den letzten Formel 1-Videos immer angeteased hatte, aber noch nicht erwähnt hatte. Jetzt ist es aber fix, denn ich hatte Fanatec angeschrieben, die Lenkradhersteller,
Und ja, erfreulicherweise kam eine Antwort, eine sehr freundliche Antwort, wo es hieß, ja, wir finden das, was du machst, cool und wir hätten Lust, dich zu unterstützen. Das ist so quasi der Kontext gewesen und das ist natürlich super. Wenn man sich in der Szene auskennt, weiß man, Fanatec, die haben unglaublich gute Lenkräder, die haben also mit dem Clubspots Wheel und den dazugehörigen Pedalen und einem Wheelstand, was ich bekomme, mit einem Formel 1 Aufsatz, da kommt richtiges Renngefühl auf und damit werden wir die nächste Saison bestreiten. Aber wie gesagt, zum Vergleich mit dem Pad möchte ich nochmal ein Rennen mit dem Pad dann fahren. Das hier ist gerade auch nochmal mit dem Pad gefahren. Ich möchte mich noch ein bisschen vorbereiten auf die kommende Saison. Ja, und da schon mal an dieser Stelle herzlichen Dank an Fanatec. Ich finde es echt cool, dass die mir da entsprechend das Equipment bereitstellen. Und ja, Fanatec ist so ein Hersteller, wo man sehr, sehr immer gehofft hat, dass man so ein Lenkrad irgendwann in die Arme bekommt. Und jetzt habe ich die Möglichkeit. Jetzt habe ich die Chance und ich freue mich drauf, denn dieses kleine Stück extra Konstanz und so ein bisschen mehr Präzision kriegst du nur mit einem Lenkrad rein. Und das wird super. Die kommende Saison, die wird einfach hervorragend. So, man sieht, ich kann mein Tempo hier nicht halten. Aber das wird schon. Auch cool finde ich den Funkenflug, wenn man schön mit dem Auto unterwegs ist. Ja, da sieht man ihn ganz schön. Also die 88er Autos, die sind wahnsinnig. Und auch nochmal zu diesem Auto ein paar Worte gesagt. 1988 waren Ayrton Senna und Alain Prost auch Teamkollegen. Die waren über einige Jahre hinweg Teamkollegen. Und die beiden galten als unglaublich gute Rennfahrer. Alain Prost ist dabei eher in die Rolle des ja, kalkulierenden Fahrers geschlüpft. Er wurde, glaube ich, der Professor genannt. Und das beschreibt er ziemlich genau, in welche Richtung man sich seine Arbeitsweise vorgestellt hat oder in welche Richtung seine Arbeitsweise ging. Er ist zum Beispiel in einem Rennen auch immer nur so gefahren, wie er es gebraucht hat. Das bedeutet so viel wie, reicht ihm ein zweiter Platz für den WM-Titel, dann wird er auch Zweiter. Wenn er die Chance hat, den Sieg zu holen, dann holt er ihn nicht. Beziehungsweise wird er kein Risiko eingehen. Und das trifft auf Senna nicht zu. Senna hat dieses legendäre Zitat gebracht, if you no longer go for a gap, you are not a race driver anymore. Was übersetzt heißt, so viel heißt wie, wenn du nicht länger in eine Lücke gehst, die sich herauskristallisiert hat, dann bist du kein Rennfahrer mehr. Ja, das zeigt schon so ein bisschen. Senna, der ist schon sehr, sehr aggressiv immer dann rangegangen. Und wer sich für Senna interessiert, der kann sich die Senna-Doku anschauen. Die ist 2010, glaube ich, rausgekommen. Das ist ein super, super Film. Also, oh, hier sieht man auch, Alain Prost 1,3 Sekunden schneller als wir. Da werde ich gleich versuchen nachzulegen. Super Film, wirklich. Der hat mich über anderthalb Stunden oder wie lange der ging, wirklich sehr gefesselt. Und das kann man auf jeden Fall, den kann man auf jeden Fall mehrmals sehen. Ansonsten war die 1988er Saison insofern besonders, weil McLaren da so dominant war wie kaum ein anderes Team irgendwann. Insgesamt haben die Mercedes-Fahrer 2014 und 2015 jeweils 3 Rennsiege, glaube ich, aus der Hand gegeben. Jetzt schaut man sich die 1988er Saison an und es fällt auf, Senna und Prost haben, abgesehen von einem Rennen, jedes andere Rennen für McLaren entschieden.
Das ist ziemlich heftig. Wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, das ist schon eine Meisterleistung. Was für ein Auto das hier einfach ist. Oh, 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 oh. Und trotz schlechteren Handlings, was dieses Fahrzeug eindeutig hat, fährt man hier fast die Zeiten, die man auch bei F1 2013 mit den 2013er Autos fährt. Also, das ist ziemlich, ziemlich cool. Und man spürt einfach diese Kraft des Autos. Oh, ich war noch nicht mal auf dem Fettgemisch. Da können wir jetzt noch ein paar Zehntelchen, glaube ich, rausholen. Senna wird auch häufig als der beste Fahrer aller Zeiten gehandelt. Wenn man mich fragt, dann sage ich immer, gut, es gibt so viele verschiedene Generationen der Formel 1. Es gibt so viele verschiedene Fahrzeuge und du kannst die Fahrer eigentlich nicht miteinander vergleichen. Und darüber hinaus kommt der eine Fahrer vielleicht mit dem einen Auto besser zurecht, der andere mit einem anderen. Schaut euch zum Beispiel mal Kimis Leistung im 2013er Lotus an. Die war hervorragend. Und 2014 stinkt er im Ferrari gegen Alonso leider, leider ab. Sage ich als Kimi-Fan, aber Alonso hat sich als der eindeutig bessere Pilot 2014 herauskristallisiert. Was vielleicht halt auch an den Fahrzeugpräferenzen liegt, aber trotzdem kann man nicht abstreiten, dass Alonso in dem Jahr wesentlich besser war als Raikkonen. Und insofern sehe ich es immer kritisch, wenn Leute sagen, Ayrton Senna war der beste Fahrer oder Schumacher ist der beste, denn einen Vergleich wird man nie wirklich haben. Trotzdem, Senna gehört wahrscheinlich zu den Besten, das kann man nur schwer wegdiskutieren. Ich glaube, da wird jeder zustimmen. Und ja, auch ein Michael Schumacher, selbstverständlich. Und auch ein Alain Prost. Also es gibt gewisse Namen, die sind nicht ohne Grund in den Geschichtsbüchern. Oh nein. Bisschen weit rausgekommen. Ah, und ich bin trotzdem noch 0,7 Sekunden langsamer. Ihr seht's. Ich habe da gerade alles gegeben. Ah, und hier haben wir Häkkinen. Ja, dann kann ich auch mal... Ich fahre jetzt eine langsame Runde und fahre gleich nochmal eine schnelle, weil ich möchte die Reifen ein bisschen schonen. Ich möchte natürlich ein bisschen Benzin sparen. Ja, da komme ich auf was zu sprechen, was bei der Mod so umgesetzt wurde. Allgemein ist die Mod hervorragend. Es wird fast jedes Team der 88er Saison umgesetzt. Und es gibt nur so ein paar kleine Ungereimtheiten, die aber auch teilweise, glaube ich, absichtlich... Oh, ich muss mich ein bisschen beeilen. Die wahrscheinlich absichtlich teilweise auch eingeführt wurden. Zum Beispiel fährt auch Schumacher mit. Wer sich ein bisschen mit der Formel 1 auskennt, weiß, 88 ist Schumacher noch nicht gefahren. Erst in den 90ern hat er dann gestartet mit Jordan. Und ja, das ist dann so ein kleines Detail, was hier nicht hundertprozentig richtig umgesetzt wurde. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist entweder Absicht und wenn nicht, dann ist es kein Problem, dass man Fahrer hat, die 88 nicht teilgenommen haben. Ich meine, nicht viele werden sich an die Saison erinnern können. Ich zum Beispiel war da noch nicht mal auf der Welt. Erst eine ganze Weile später. So, und ich bin jetzt mal kurz ruhig und fahre hier hoffentlich die beste Runde. Hier komme ich übrigens in der Cockpit-Perspektive einfach am besten zurecht, deswegen auch die Perspektive.
Puh, 13 Sekunden schneller. Was ich aber unbedingt dazu sagen möchte, ich werde übrigens von ganz hinten starten, weil ich auch schön überholen will im Rennen. Was ich dazu sagen möchte ist, dieser Schwierigkeitsgrad wird jetzt nicht unbedingt durch dieses Rennen hundertprozentig wiedergespiegelt. Denn in Imola bin ich allgemein sehr schnell und darüber hinaus ist die KI zum Beispiel in Monaco ganze 6 Sekunden schneller gewesen als ich. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die sind 6 Sekunden schneller und das ist auf jeden Fall sehr heftig und da habe ich auch nicht schlecht gestaunt, als ich dann plötzlich keine Chance hatte. Aber krass. Ich habe überlegt, soll ich vielleicht noch in Brasilien fahren? Brasilien ist auch eine sehr coole Strecke. Sennas Heimspiel. Er hat da mal gewonnen mit einem riesen Getriebeproblem und das ist auch sehr interessant gewesen. Er konnte nicht mehr runterschalten. Er war im 6. Gang und ohne tolle Servolenkung oder so hast du da ein riesen Problem. Denn du kommst dann nicht gut durch die Kurven. Du musst so viel Arbeit leisten. Und nach dem Rennen war Senna am gesamten Körper verkrampft und ist dann, glaube ich, auch kurz ohnmächtig geworden. War da nicht was? Auf jeden Fall ein sehr, sehr heftiger Grand Prix für ihn. Sein Heim-Grand Prix, aber er hat das Rennen sogar noch gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Das sage ich immer dazu, falls ich irgendwas Falsches sagen sollte. So, und hier wählen wir eine aggressive Benzinstrategie. So, jetzt habe ich's. Und dann würde ich sagen, geht es los mit dieser Mod. Also wie gesagt, die Autos sind schon wesentlich schneller, die gegnerischen, als hier in der Mod repräsentiert. Habe ich zu früh geschaltet, aber da hat mir auch der selbstverständlich unbeabsichtigte Burnout so ein bisschen den Start vermasselt. So, komm. Direkt zum Überholmanöver ansetzen oder noch nicht. Okay, hier aber. Oh Mann. Das ist Ralf Schumacher jetzt vor mir. Auch der, da bin ich ganz, ganz sicher, ist 1988 noch nicht gefahren. Oh Mann, was machen die denn alle? Die fahren ja wirklich wie die Bekloppten. Kollision verschuldet. Oh Mann. Das war jetzt aber nicht unbedingt die feine Art. Boah, das muss ich mir nochmal anschauen. Der hat mich hier kurz berührt. Ja, und dann kurzer Abflug. Au, 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 au. Okay. Dann müssen wir uns jetzt auf jeden Fall mal sputen. Die Schikane auch sehr, sehr cool immer. Da durchzufahren macht extrem Spaß. Ich weiß noch ganz früher, als ich F1 2004 gespielt habe. Wie alt war ich da? 10, 11 etwa? Da habe ich halt in der Schikane immer versucht, mit Vollgas durchzufahren. Natürlich versucht man in jungen Jahren da einfach durchzubrettern und eventuell noch ein bisschen abzukürzen, ohne eine Verwarnung zu bekommen. Damals war einem nur der Erfolg wichtig. Hat sich so ein bisschen über die Zeit gewandelt. Jetzt geht es eher um den Spaß beim Rennenfahren. Natürlich auch um den Sieg, aber man hat es so nach ein paar dominanten Rennen gemerkt. Es macht nicht wirklich Spaß. Okay, jetzt Andretti. Oh, berührt hier Ralf Schumacher. Man muss beim Beschleunigen immer vorsichtig sein. Vor allem nach dem Boxenstopp werde ich jetzt vorsichtig sein müssen. Hat er mich hier wieder berührt? Oder woher kam da plötzlich diese Vibration. Au, ich habe ihn sogar berührt. Ich dachte, dass ich da sehr weit in gewesen wäre, aber kleiner Rennunfall hier, kleine Kollision.
Autsch. Vielleicht täuscht mich auch alles, aber ich glaube, dass auch die ein oder andere Flagge falsch umgesetzt wurde. Andretti ist, glaube ich, kein Kroate. Joey Scheckter zum Beispiel wird einem auch als Brite angezeigt. Soweit ich weiß, war er Südafrikaner. Da muss ich auf jeden Fall auch mal nach dem Rennen schauen, wie das denn sich gestaltet. ...1.28.9. Da sind wir noch weit von unserer Pole-Zeit entfernt, aber wir haben auch Überholmanöver gehabt und wir hatten darüber hinaus zwei Fahrer vor uns, die sich nicht so gemocht haben und wir fahren trotzdem die schnellste Rennrunde. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht von der KI. Oh, da ist einer abgeflogen. Wer war das? War das Caprese? Sieht gut aus. Er zieht sogar nach innen, dann kann ich außen ganz leicht überholen und bin sogar noch auf der Ideallinie durchgehend. Jones ist, glaube ich, auf Platz 21 gestartet. Er war hier sehr langsam jetzt, da musste ich kurz eine Vollbremsung reingehen. Musste die Reifen da blockieren lassen. Ja, und ich glaube, McLaren Honda würde sich so extrem freuen, wenn sie jetzt ein Fahrzeug mit einem Honda-Zeichen auf dem Lenkrad ganz vorne sehen würden. Damals war das der Regelfall. Okay, Schumacher knackt die Bestzeit. Wir sind 6000stel schneller. Schöne Zeitenjagd hier, ach herrje, die natürlich von Leuten wie Nakajima hier unterbrochen wird. Jetzt habe ich ihn berührt. Die Typen sind aber auch teilweise extrem langsam. So, jetzt komm. Ich dachte, er zieht vielleicht rüber. Jetzt muss ich mich wieder ein bisschen gedulden. Was man auf jeden Fall super merkt bei den Autos ist, dass man so gut wie gar keine Traktion hat. Du beschleunigst und das Auto möchte sich direkt querstellen. Ja, sauber hier. Zwei Autos gleichzeitig überholt. Fittipaldi hat da auch noch einen anderen Fahrer aufgehalten. Was? Jean Alesi? Kann sein. Und hier wurde die gelbe Flagge geschwenkt. Gibt es vielleicht einen Safety Car? Das wäre jetzt der Hammer. Und Alboreto fährt hier jetzt seinerseits die schnellste Rennrunde. Wir haben jetzt die nächste Dreiergruppe. Hill, da ist Alesi. Hatte ich doch richtig in Erinnerung, dass er in einem gelben Auto sitzt. Also Hill überholt, Alesi noch nicht. Und davor Nigel Mansell. Auch Nigel Mansell, ein super Fahrer. So, und jetzt das Überholmanöver. Prima geglückt. Und hier schaut mal auf den Windschatten-Effekt. Da war ich mit zwei Reifen auf dem Gras. Gab es da eine Berührung? Ich habe da was gehört. Nein, das war wahrscheinlich... Ah, okay. Da ist Alesi auf Nigel Mansell aufgefahren. Weil Mansell da viel zu früh gebremst hat. ...2,3 Sekunden persönlich verbessert. Da sieht man mal, was freie Fahrt ausmachen kann. Größtenteils freie Fahrt.
1, 26-0 und jetzt geht's gleich an die Box. Runde 6. Für die Runde ist der Stop angesetzt. Eigentlich fühle ich mich ganz gut mit dem Auto. Ich würde gerne hier noch weiterfahren, aber das ist jetzt unsere Strategie. Jetzt müssen wir die auch knallhart durchziehen. Barrichello vor uns. Der kam in die Formel 1, als Senna ja, kurz vor seinem Karriereende stand. Natürlich hat auch er zu Ayrton Senna dann aufgeblickt, wie jeder brasilianische Fahrer und auch andere, also Fahrer anderer Nationen haben zu Senna aufgeblickt. Allen voran ein Lewis Hamilton, der immer wieder den Vergleich ziehen wollte. Oh, da ist jemand ganz langsam. Scheckter ist das. Aber vor allem für Barrichello, das war halt auch ein lustiger Moment im Film. Für Barrichello war Senna natürlich eine Ikone. Und im Film steht er halt direkt neben Ayrton Senna. Und man sieht einfach dieser kleine, schüchterne Barrichello. Und wir kannten ihn einfach als Schumachers Teamkollegen, als einen doch sehr gereiften Mann. Und ja, im Film war es halt wirklich lustig. So, jetzt geht's an die Box. Vor uns ist Piquet ebenfalls drin und wir können hier nochmal einiges an Zeit gut machen. Ich habe tatsächlich selbst gebremst. So, hier die Reifen wechseln, auch sehr cool. Die Aufschrift Goodyear wurde auch angepasst, aber jetzt mit harten Reifen, da muss man aufpassen. Jawohl, da sind wir tatsächlich noch an der Box vorbeigekommen. An Scheckter. Jetzt haben wir Andretti vor uns. Kann auch sein, dass ich einen anderen Andretti meine. Manche Namen, die doppeln sich halt schon des Öfteren. Zum Beispiel, also teilweise auch aus der eigenen Familie, so Schumacher und Schumacher oder Verstappen, Verstappen. Komm schon. Die kämpfen hier gerade um die hinteren Positionen. Da können die mich auch ruhig vorbeilassen. Oh Mann. Blöder Fehler hier. Aber er ordnet sich wieder hinten ein. Das ist jetzt etwas, was die KI, also was durch die KI nicht umgesetzt wurde, aber was damals in der Formel 1 galt, dass die Etablierten, also so Leute wie Ayrton Senna oder so, dass die den Rookies quasi ihre Grenzen gezeigt haben. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie auf dem Schulhof. Oh Mann. Autsch. Das war nicht so gut. Dieses typische Klischee des Schulhofbullies, der dann die ja, Erstklässler, sagen wir mal, ein bisschen hänselt. Und so kam es auch tatsächlich, dass Schumacher bei einem seiner ersten Rennen im Training halt auch abgedrängt wurde und dass sich der Ayrton Senna zum Beispiel auch mal beschwert hat, was fährt er mir vor der Nase rum, dieser Rookie, der soll endlich aus dem Weg gehen, weil Senna da halt schon ein etablierter Pilot war. Und das ist damals sowas gewesen, das gibt's heute nicht mehr, wenn sich heutzutage ein Weltmeister beschweren würde. Was fährt er mir vor der Nase rum, würde jeder sagen, ah ja, dann überhol ihn doch. Das sage ich, weil die damaligen Fahrer immer als so ziemlich roughe Typen dargestellt werden, mit Ecken und Kanten. Aber wenn man mal ehrlich ist, damals waren die halt auch schon ziemliche Heulsuchen und haben halt immer sich beschwert, wenn ihnen etwas nicht gepasst hat. So, jetzt fahre ich noch ein bisschen aus dieser Perspektive. Ich glaube, die Cockpit-Ansicht liegt mir mit dem Auto ein bisschen besser, aber Versuch ist es nochmal wert. Vor uns haben wir Gerhard Berger, einen super österreichischen Piloten. Oh nein,
Ach komm, Mann, der ist auf der Geraden so langsam. Oh. Okay, da habe ich ihn jetzt nicht erwartet. Das war jetzt ein bisschen unsauber überholt. Ich würde da jetzt noch nicht von irgendeiner Schuld sprechen, von irgendeiner Schuldzuweisung zu ihm oder zu mir. Aber auf jeden Fall war es halt ein unglücklicher Zwischenfall. Ja, aber die sind auch teilweise echt komisch in ihrem Fahrverhalten. Komm schon. Ach, komm. Ja, sehr gut. Jetzt sind wir auf Platz 4. Und das nächste Ziel heißt Michael Schumacher. Ach, komm auch. Okay, das war jetzt schlecht. Das war richtig schlecht. Mal schauen, ob wir Schumacher noch kriegen. Wir müssten dazu über 1,5 Sekunden pro Runde gut machen. Ich kann aus Erfahrung sagen, ohne Mod funktioniert's. Jetzt muss ich nur noch schauen, ob es mit dem McLaren funktioniert. In F1 2013 habe ich da absolut kein Problem mit. Neuneinhalb Sekunden. Sekunden, das sieht gut aus. Ja, im ersten Sektor hatten wir noch unseren Fehler, ansonsten wären wir auch im ersten Sektor nochmal bedeutend näher gekommen. Sekunden, also wir sind fast 2 Sekunden näher gekommen in den letzten 2 Sektoren. Wow, okay, das war heftig. Aber es war effizient. Jetzt habe ich im zweiten Sektor eine Zehntel liegen lassen. Im persönlichen Vergleich zur letzten Runde. Aber insgesamt sind wir auf nur noch 6 Sekunden rangekommen. Und im letzten Sektor machen wir auch viel Zeit gut. Vorausgesetzt, wir fahren jetzt fehlerfrei. So, das Benzin reicht noch für ein paar schnelle Runden. Und im letzten Sektor habe ich, glaube ich, wieder ein bisschen Zeit liegen lassen. 5,6 Sekunden sind es nur noch. 4 Sekunden in 2 Runden. Und ich glaube, ich gehe mal an die Grenzen des Spiels. Zumindest das, was man mit dem Pad erreichen kann. Probier mal das absolute Maximum jetzt rauszuholen aus dem Auto. Im ersten Sektor heißt es auch, dass ich teilweise bei den S-Kurven vielleicht so ein bisschen die Kurven schneide. Das spart halt so ein bisschen Zeit. Hier hätte ich zum Beispiel früher beschleunigen können in der Linkskurve. Hier ein bisschen später bremsen. Aber beim Rausbeschleunigen hat wieder alles gepasst. 1 Sekunde schneller persönlich.
da ein bisschen abkürzen. Naja, solange es in den Regeln des Spiels noch als legale Aktion gilt, passt's ja. Nee, es ist eigentlich ja nicht die feine englische Art, aber wir sind kein Engländer. Ja, was ich damit meine, ist natürlich, dass wir es eigentlich nicht machen, aber jetzt, wo es auch nicht irgendwie um eine Meisterschaft oder so geht, machen wir es. Und 1:23:07 ist die Zeit, die wir mit harten Reifen hier hinlegen. Also ihr seht, in dieser Mod, hier kann man sich wirklich gut reinfahren. Beim 1997er Mod funktioniert es schwieriger, aber hier, vor allem auf dieser Strecke, das klappt richtig gut. Also jetzt sind wir schon an Michael Schumacher dran. 3,5 Runden vor Schluss. Was mir bei diesen Autos so ein bisschen mehr gefällt als bei aktuellen Formel 1 Autos ist, dass sich diese Autos wahrscheinlich, und ich glaube, das wird, beziehungsweise diese Aussagen haben schon hitzige Diskussionen ausgelöst, nicht von mir jetzt die Aussagen, aber wenn andere ehemalige Fahrer oder andere Experten das gesagt haben, nämlich, dass die damaligen Fahrzeuge schwieriger zu fahren sind. Ich glaube, dass es stimmt. Ich glaube nicht, dass es am Fahrzeugkonzept Konzept an sich liegt, sondern ich glaube einfach, dass es heutzutage so professionell geworden ist, dieser Sport. Und da muss man halt auch sagen, die Fahrer tragen wesentlich dazu bei, dass es einfacher ist heutzutage, indem sie halt auch das, was das Team im Training umsetzen möchte für das perfekte Setup, indem sie das perfekt auch liefern und entsprechend kann das Team einfach ein perfektes Setup für das Fahrzeug dann entwerfen und dann hast du natürlich am Ende ja eine super okay, das war überm Limit. Dann hast du natürlich am Ende ein perfektioniertes Setup und das könnte eventuell so ein bisschen auch der Grund sein, warum heutzutage die Rennen teilweise etwas unspektakulärer anzuschauen sind. Okay, das war ein schönes Überholmanöver, das möchte ich nochmal sehen. Boah, schaut mal. Da muss der nochmal richtig ausweichen. Wo sieht man die Lenkbewegung? War die hier schon? Ne, da muss der gar nicht ausweichen, oder wie? Okay, das sah so aus. Ja, doch, ich glaube schon. Hier möchte er richtig reinziehen. Und hier korrigiert er den Weg wieder. Also der hatte ihn schon recht früh korrigiert. Auf jeden Fall ein cooles Überholmanöver. Nee, aber ich glaube, dass diese Perfektion, die heutzutage an den Tag gelegt wird, die ist zwar cool. Oh Mann. Das war jetzt blöd. Apropos Perfektion, ne? Die ist zwar cool, aber und auch ein logischer Schritt, aber trotzdem, ich würde mir wünschen, dass Fahrer mehr Fehler machen. Man hat in Ungarn gesehen, wie cool es ist, wenn die Fahrer wieder vermehrt sich verschätzen. So ein Lewis Hamilton, der dann auf das Gras kommt in Ungarn, weil er denkt, Nico Rosberg wollte ihn von der Strecke abdrängen, was er gar nicht getan hat. Ein, ein Danny Ricciardo, der alles riskiert und im Endeffekt hat sich Rosberg so ein bisschen verschätzt, als er sich wieder einordnen wollte hinter Ricciardo und ist Ricciardo in die Seite gefahren. Beziehungsweise den Frontflügel abgefahren und das war ein wahnsinnig gutes Rennen. Also das war wirklich toll, wo ich mir gedacht habe, ey cool. Wenn jedes Rennen so wäre, dann würde ich jedes Rennen wirklich super gerne schauen. Aber teilweise sind die Rennen halt
nicht unbedingt mal mehr mit Zweikämpfen gefüllt. Und das hat auch tatsächlich einen logischen Grund. Es ist nämlich so, dass durch die heutige Technik oder durch die heutige Bauweise der Formel 1 Autos du sehr viel Abtrieb auf der Vorderachse hast. Das heißt, dein Frontflügel, der hat so einen krassen Abtrieb, dass wenn dieser Abtrieb fehlt, dir plötzlich extrem viel Pace fehlt. Und was passiert, wenn du im Windschatten fährst? Dir kommt kein Wind entgegen und dein Frontflügel, was macht der? Nichts. Ohne Wind kann der keinen Abtrieb generieren und du verlierst extrem viel Grip auf der Vorderachse. Und das ist das Problem, womit aktuell viele Fahrzeuge kämpfen müssen. Und wenn du natürlich so viel Grip verlierst vorne, dann leiden deine ganzen Reifen. Und so macht es jedes Team eigentlich so, dass es zu Recht dann nicht mehr in Zweikämpfe groß eingeht, sondern versucht, das Auto irgendwie durchzuschleusen, oder sie lassen sich ein bisschen zurückfallen und probieren es später wieder. Was wir jetzt nicht mehr machen können, denn wir sind in der letzten Runde gegen Prost. Also jetzt oder nie. Oh Mann, das möchte ich nochmal sehen. Boah, auch noch in so einer schönen Helikopterperspektive. Die liebe ich. Die liebe ich vor allem in Formel 1 2015. Boah, schaut mal. Also, das ist wunderschönes Wheel-to-Wheel-Racing. Das könnte ich mir, vor allem diese Aufnahme, könnte ich mir den ganzen Tag anschauen. Das sieht so super aus. Da bin ich nochmal kurz vom Gas gegangen und habe gesehen, okay. So, an dieser Stelle bin ich noch nicht neben ihm, jetzt aber. Und da schieße ich auch so ein bisschen übers Ziel hinaus. Und das war das Ziel natürlich. Hier sieht man's. Moment. Da habe ich kurz, als ich bei 3000 Umdrehungen pro Minute die Drehzahl gehalten habe, da habe ich einfach nur sowohl das Gas als auch die Bremse kurz losgelassen und dann erst wieder gebremst. Man hat in dieser Zeit gesehen, wie wir hier jetzt nach vorne schießen. Und da hat Alain Prost keine Chance. Wir überholen ihn in der allerletzten Kurve. Ganz kurz vor Start und Ziel. Also, das war die 1988er Mod. Ich habe heute auch über viele, viele Themen gesprochen. Ja, also über diese Mod, über die kommende Mod, über die kommende Saison. Darüber hinaus über die Unterstützung von Fanatec, die ich jetzt bekomme. Es ist übrigens, für alle, die es sich fragen, es ist das Lenkrad, was ich gestellt bekomme. Deswegen, da ist nichts irgendwie sonst was. Es ist kein großes Werbeding oder sonst wie. Es ist einfach nur so, die geben mir das Lenkrad und ich darf es benutzen. Dadurch, habe ich einfach mehr Spaß bei den entsprechenden Formel 1 Videos und kann euch einfach eine viel cooleres Gameplay zeigen, weil man damit natürlich schon cooler unterwegs ist mit einem Lenkrad. Und ich freue mich drauf. Das wird ziemlich cool. Außerdem ging es ziemlich viel um Formel 1 Geschichte. Ich denke mal, ich konnte so ein bisschen was zu Ayrton Senna auch berichten. Und hier schauen wir uns den Crash nochmal im Replay an. Ich denke mal, da gab es auch die ein oder andere Information. Wie gesagt, wenn ihr das Leben von Ayrton Senna oder seine Karriere interessant findet, bei Amazon könnt ihr nach Senna suchen und ich glaube, als allererstes Ergebnis dürfte die Blu-ray kommen über Ayrton Senna. Und die ist schon richtig, richtig cool. Und es ging um Schumacher, wie man Fahrer bewertet und so weiter und so fort. Und ich freue mich, ja, hier hatten wir nochmal den kleinen Zusammenstoß. Ich freue mich dann entsprechend in der kommenden Saison dann mit euch und einem brandneuen Wheel
fahren zu können. Ich bekomme übrigens auch einen Formel 1 Aufsatz, Lenkradaufsatz. Und das wird ziemlich cool, also so ein Lenkkranz. Ja, das ist dann maximale Immersion. Und ich schaue mir dieses Lenkrad gerade an und kann auch dazu sagen, auch so ein rundes Lenkrad bekomme ich dazu. Hauptsächlich dann für GT- bzw. Rallye-Rennen, aber bei alten Formel 1 Autos, ihr seht's, kann man die ja auch verwenden. Aber noch nicht 1997. Den GT-Aufsatz werde ich dann eher für Dirt Rally, Sebastian Loeb Rally Evo und Assetto Corsa später verwenden. Okay, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, es hat euch super gefallen. Wir sehen uns bei den nächsten Formel 1 Videos. Wie gesagt, eines mit Controller wird wahrscheinlich noch folgen von 1997. Und dann, ich denke mal, Mitte bis Ende der nächsten Woche dürften wir wahrscheinlich die neue Saison beginnen. Ich freue mich drauf, ich denke ihr auch. Und bis dahin, stay tuned, haut rein.